Pavel Durov von Telegram wurde ja verhaftet. Ein Statement von Ihnen dazu? Ja, ich habe dazu heute schon eine Stellungnahme veröffentlicht auf meinem Telegram-Kanal und glaube ich auch auf Facebook. Das stinkt zum Himmel, muss man eindeutig so sagen. Also natürlich kennen wir jetzt noch keine Details, aber das, was ihm vorgeworfen wird, ist in meinen Augen noch vorgeschoben. Hier wird ein führender Kämpfer für die Meinungsfreiheit inhaftiert. Und ob das Zufall ist, wage ich zu bezweifeln. Wie gesagt, die Lage ist noch unklar, muss ich erstmal aufklären. Aber wir müssen da sehr, sehr wachsam sein. Noch ganz kurz zu Solingen. Es wurde ja jetzt bekannt, dass der Täter eigentlich schon längst hätte abgeschoben werden sollen. Verantwortlich ist ja auch Innenminister Reul, der ja eigentlich auch zuständig dafür ist. Der Bürgermeister von Solingen soll ja in irgendwelche Netzwerke verflochten sein. Können Sie da auch noch mal ein Statement zu abgeben? Ja, das ist so, wie ich das auch gehört habe, dass es da irgendwelche Schiebergeschäfte gegeben haben soll. Genaues weiß man noch nicht, aber das stinkt jedenfalls auch zum Himmel. Ansonsten, in früheren Jahrzehnten wäre das ein Grund für einen sofortigen Rücktritt gewesen. Also der Mann ist seit Anfang 2023 zur Abschiebung vorgesehen, taucht dann unter, wird dann danach, nachdem er wieder auftaucht, in einem Asylbewerberheim untergebracht. Also die drei Menschen, die auf grausamste Art und Weise ums Leben gebracht worden sind, könnten noch leben. Und das wäre in früheren Jahrzehnten einfach dann so gewesen, dass man zurücktritt. Und das ist ein Grundproblem unserer heutigen Zeit. Die Politiker bleiben einfach im Amt. Sie haben es nicht mehr nötig, Verantwortung zu übernehmen. Es ist eine verantwortungslose Zeit, nicht nur im Hinblick auf die Politik, die gegen Deutschland aufgesetzt ist, sondern auch im Hinblick auf das Individualverhalten der Politiker. Ja, allein die ganzen Skandale, die die Ampelregierung schon in den Knochen hat. Visa-Skandal bei Frau Baerbock. Corona-Skandal bei Herrn Lauterbach, Griechenclan-Skandal bei Herrn Habeck und so weiter und so weiter. Wären alles Gründe gewesen, um zurücktreten zu müssen. Und dass das nicht mehr passiert, ist auch ein deutliches Indiz für eine Demokratie, die dysfunktional geworden ist. Wenn die gewählten Politiker keine Verantwortung mehr übernehmen, dann ist die Demokratie auch unter diesem Aspekt am Ende. Vielen lieben Dank. Gerne. Danke. Danke, tschüss. Viel Erfolg noch.